Hallo und herzlich willkommen bei Jung und Kunst. Mein Name ist Christoph Waldboot, ich bin Filmemacher und Autor und ich spreche in dieser Reihe mit jungen Südtiroler Künstlerinnen und Künstlern. Heute zu Gast ist Felix Mayer, Bühnenliterat und noch kurze Zeit Schüler. Und herzlich willkommen erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du hier bist. Du bist in den letzten Jahren in Südtirol vor allem als Poetry Slammer aufgefallen. Du hast, wenn ich da richtig liege, auch die Landesmeisterschaft gewonnen? Nein, ich bin 2018 Vize-Landesmeister geworden. Vize-Landesmeister. Das ist ja ohnehin eigentlich besser. Man will ja eigentlich gar nicht Landesmeister werden. Oder doch? Für mich war es insofern sehr günstig, dadurch habe ich mich qualifiziert für die deutschsprachigen Meisterschaften in Paderborn, die U20-Meisterschaften. Und das ist natürlich das erste richtig große Poetry Slam Event für mich gewesen, wo man besonders viele Kontakte knüpft, eben mit anderen jungen Auftretenden, vor allem aber auch mit Veranstaltern, mit Slam Mastern. Und das hat zu der einen oder anderen Einladung geführt. Und von da aus, eben von so einem großen Event, kann man dann ein bisschen durch den deutschen Sprachraum reisen als Poetry Slammer. Da kamen aus dem gesamtdeutschsprachigen Raum Slammer zusammen, oder? Genau. Und bist du, wenn man dich jetzt als Poetry Slammer bezeichnen würde, bist du mit dieser Einordnung zufrieden? Naja, ich bin jemand, der hin und wieder Poetry Slam macht. Ich will mich nicht gerne in eine Schublade stecken, die teilweise voller Klischees ist. Poetry Slam ist eine Veranstaltungsmöglichkeit. Es ist eine Möglichkeit aufzutreten, seine Texte vorzutragen und dann quasi das direkte Feedback vom Publikum zu haben. Und das gefällt mir besonders gut, aber ich bewege mich auch in anderen Sparten der Literatur. Dazu kommen wir gleich. Du hast gerade die Klischees angesprochen. Was sind die Klischees des Poetry Slams? Naja, es gibt sehr viele Mainstream-Texte, die sich entweder in Richtung Stand-up-Comedy bewegen oder andere, die sehr gefühlvolle Texte bringen. Da gibt es eine sehr berühmte Slammerin namens Julia Engelmann, die in ganz Deutschland dadurch als Kitschkanone bekannt geworden ist. Poetry Slam. Ist sie in der Slam-Szene mittlerweile oder vielleicht war sie es auch nie eher verrufen oder genießt sie auch Anerkennung? Es gibt Anerkennung natürlich, weil das sind natürlich die VorreiterInnen, die den Poetry Slam deutschlandweit, im ganzen deutschen Sprachraum eigentlich, bekannt gemacht haben. Mhm. Und dass diese Szene wachsen konnte, dass mehr Geld für die Szene zur Verfügung steht, ein größerer Bekanntschaftsgrad. Aber irgendwo, dann ist dann auch diese Spur Ironie drin, wenn man über Julia Engelmann und ihre Texte redet. Ich habe neulich in einem Buchladen eine ganze Reihe an Gedichtbänden von ihr gesehen. Ich habe ein bisschen durchgeblättert und danach habe ich mich gefragt, ob der Verlag besoffen war oder so. Also was den geritten hat, diese Gedichte zu veröffentlichen, weil er wirklich also teilweise sehr seichtes Zeug dabei war. Naja, Verlage gehen nach Quote. Natürlich, ja. Aber ja, das ist halt leider der Fall. Wenn du einen Poetry Slam Text schreibst, wie sehr denkst du an das Publikum? Ich habe für mich immer irgendwie so da beim Publikum gerade die klare Linie gezogen, dass ich keine Texte schreiben will, die nur reine Publikumsanbiederung ist. Das ist mir absolut zuwider. Das geht mir gegen den Strich. Ich möchte in einen Text vor allem auch meinen eigenen Esprit legen. Genau das, was ich irgendwie mit dem Text bezwecken will. Ich denke vielleicht an das Publikum, wenn ich es ordentlich provozieren will. Und dann gefällt mir auch diese Provokation und ich koste das aus vor dem Publikum. Dann vielleicht beim Schreiben, aber ansonsten soll es schon immer mein Text bleiben, der ich auf der Bühne stehe. Und glaubst du, wenn man den Versuch wagt, wie du das sagst, sich an das Publikum anzubiedern, zu schreiben, was dem Publikum gefallen könnte,
Glaubst du, dass man da eine gewisse Authentizität verliert als Autor? Ja, definitiv. Man wird irgendwie ausgewaschen von diesem Feedback, dass man dann irgendwie, wenn man sich nur jetzt an diesem Applaus ergötzen will oder so, dann man muss hin und wieder etwas ganz anderes machen. Man muss das Publikum auch inkommodieren hin und wieder. Es tut der eigenen Kunst nicht gut, wenn man sich zu sehr an den Leuten orientiert, finde ich. Das kann im einen oder anderen Moment passieren, ja, das kann man akzeptieren, aber im anderen Moment muss man das wieder irgendwie ablehnen, weil ansonsten wird man zu einem Rädchen im System, zu einem Nichtssagenden im Kunstbetrieb. Und wodurch, du hast gemeint, du hast ab und an mal gezielt mit Provokation gearbeitet. Wie kam das an? Was waren die Reaktionen? Hat es funktioniert überhaupt? Das ist ja auch immer so eine Sache mit der Provokation. Es kann ja auch sehr, sehr leicht schief gehen und da herrscht einfach nur Schweigen. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt auch irgendwie, dass die Provokation dann aufgegangen ist. Ja, man möchte ja irgendwie eine Diskussion anregen durch Provokation, würde ich sagen. Also es geht, mir ist es immer unterschiedlich gegangen mit Provokation. Das hängt natürlich vom Publikum ab, das hängt vom Ort ab, an dem man auftritt. Hin und wieder versteht jemand keine Ironie in einem Text. Das finde ich besonders köstlich dann, wenn ich nachher irgendwie in einer Unterhaltung sehr empörte Reaktionen höre. Das ist mir passiert beim Schul-Poetry Slam. Da habe ich einen Text vorgetragen, indem ich meine Absicht offengelegt habe, meine Eltern so schnell wie möglich ins Altersheim zu bringen und auch einen Anruf an alle Schüler im Publikum, die sollen mit den Alten da mal abfahren und so. Und da gab es eine im Publikum, die hat das anscheinend wörtlich genommen und meine Klassenkollegen haben mir danach davon erzählt, ja, die war so empört und die hat sich aufgeregt und so Schweinerei und ja, aber es ist auch also das fand eine ich sehr gute Reaktion eigentlich. Ja. Aber ja, natürlich, so Schulslams sind auch prädestiniert für sowas. Ich habe früher auch mal beim Schulslam teilgenommen und auch da, also ich habe gehört, mit großem Erfolg. Ja, aber ich bin auch nie an die Spitze gekommen. Aber da hatte ich einmal einen Text, bei dem ich ein lyrisches Ich, also das lyrische Ich, hat mit dem Gedanken gespielt, dem IS beizutreten. Und da gab es dann auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Manche fanden es gar nicht gut. Aber ich finde es dann eben interessant, wenn sehr diverse Meinungen da sind. Wenn es manche Leute gibt, die das toll finden, manche finden das gar nicht gut. Und dann entsteht eine Diskussion zwischen den Leuten. Das finde ich immer fruchtbar. Der Poetry Slam hat ja bestimmte Regeln. Eine Zeit, die man nicht überschreiten darf. Gibt es auch Poetry Slams mit thematischen Vorgaben? Ja, die gibt es. Also es gibt Poetry Slams zum Klimaschutz, es gibt Poetry Slams über die LGBTQ+-Szene, es gibt Poetry Slams, haufenweise von verschiedenen Themen eigentlich, die veranstaltet werden. Hin und wieder gibt es sogar Textvorgaben, dass man den Text schreiben muss für den Slam und dann irgendwie einen gewissen Themenbereich vorgegeben kriegt. Das kann recht interessant sein, finde ich. Aber bist du auch schon an Grenzen gestoßen beim Schreiben, wo du dann den Text so verändern musstest, um eben in diese Struktur des Formats reinzupassen? Natürlich, wenn man immer irgendwie eine strenge Vorgabe hat, dann kann man sich einmal von diesen Regeln total einschränken lassen und man kann irgendwie sagen, nein, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Ich versuche dann immer, soweit es nur geht, irgendwie meinen Fuß, meine Zehenspitze über die Linie zu halten, dass ich irgendwie versuchen kann, mit diesen Vorgaben zu spielen. Hin und wieder ist dann auch die größte Einschränkung, die größte Freiheit, wenn man die irgendwie die Regeln auszutricksen versteht. Wobei bei einem Text jetzt, wenn vorgegeben sind, drei Wörter müssen vorkommen oder so, dann lässt sich das natürlich weniger gut machen. Mhm. Ja, und Poetry Slam ist schon ein Format, das, glaube ich, vor allem also auch eine junge Zielgruppe anspricht. Aber was nicht heißen soll, dass nicht auch ältere Semester dann irgendwie entweder teilnehmen oder im Publikum sitzen. Und wie sind da die unterschiedlichen Wahrnehmungen? Also gerade wenn du
bisschen provokant unterwegs bist, wer ist da empfindlicher, die Jungen oder die Alten? Oder wer hört besser zu, könnte man vielleicht auch fragen. Das ist schwierig, jetzt da von mir aus eine Einschätzung abzugeben, die nicht von irgendeinem Klischee oder so abgekupfert ist, dass man denkt, ja, alle Jungen, die hören das gerne und die Alten hören nicht aus zu. Aus deiner Erfahrung? Umgekehrt. Aus meiner Erfahrung, ich sitze ja nicht im Publikum, während ich den Text vortrage. Deshalb, da muss ich eben sagen, ich kann dazu keine Einschätzung abgeben. Aber die Reaktionen, die du bekommst, ist da mehr, also wenn sich jemand empört, sind es mehr die Jungen oder die Älteren? Bis jetzt ist das ein paar Mal passiert und naja, einmal hat mich aus der zweiten Reihe eine alte Dame sehr, sehr böse angeschaut während eines Poetry Slams. Aber ich meine, das könnte auch die Ausnahme sein. Ja, und nun ist ja Lyrik ein Thema, eine Gattung, die, wo sich vielleicht oft auch junge Menschen ein bisschen schwer damit tun. Und da könnte Poetry Slam ja auch ein ganz guter Zugang sein. Aber findest du, das ist genug? Reicht das Format, um den jungen Menschen die Dichtung näher zu bringen? Oder müsste man dann eigentlich weitergehen? Lyrik, ich glaube, man unterschätzt das, wie omnipräsent Lyrik ist im Alltag. Natürlich, jetzt Poetry Slam, das ist so irgendwie der junge Balladenstreit, der junge Dichterkrieg auf der Wartburg, Poetry Slam, das ist eben dieses junge, ein bisschen aufgebauschte Lyrik, die vielleicht auch irgendwie eben epische Elemente oder dramatische beinhält. Naja, es ist schwierig, da irgendwie zu sagen, das ist ausschließlich für Jugendliche. Es ist natürlich dann auch die Performance auf der Bühne, die dann Poetry Slam zum Poetry Slam macht. Es ist nicht nur der lyrische Text, weil wenn man sieht es oft, wenn man Poetry Slam Anthologien kauft oder so, der Text, der verliert durch das Abdrucken, indem man nichts Gehörtes hat, keinen Mensch auf der Bühne, der gestikuliert, der irgendwie expressiv ist, dann verliert das Ganze. Deshalb würde ich gedruckte Lyrik schon sehr von Poetry Slam unterscheiden. Allerdings, ich meine, die Leute zu Lyrik zu bringen, man denkt bei Lyrik immer eben an gedruckte Lyrik, an Gedichte von Heine oder irgendeinem anderen Poeten, Dichter. Jedoch vergisst man oft, dass jeder Song eigentlich Lyrik ist, jeder Liedtext. Und die reichen ja auch im Pop-Bereich. Aber das ist ja auch eine kontroverse Ansicht, weil ja auch sehr viele unterschiedliche Stimmen da sind, ob Songtexte zum Beispiel als Literatur gelten. Ich würde schon sagen, weil es ist ein verdichteter Text, der hin und wieder mit schönen Metaphern arbeitet und so. Ich auf jeden Fall finde ich Songtext, das ist Lyrik. Ich meine, jeder Songtext? Prinzipiell würde ich sagen, ja. Es gibt natürlich experimentelle Formen, die irgendwie mit Prosa einen gesprochenen Text mit experimenteller Musik verbinden. Aber ich meine, alle meine Entchen, heile, heile Segen, das ist Lyrik. Gut, das sind dann auch ältere Vertreter vielleicht, das Format, also Musik oder Liedtext. Aber ja, ich würde zustimmen. Hip-Hop, Rap. Ja. Sehr textbasiert. Natürlich, ja. Eben da wieder bei den Klischees von den Poetry Slammern, man nennt sich hin und wieder die möchte gern Rapper oder so. Oder die. Ja, ich sehe die Verbindung schon, doch das ist ein sehr rhythmisches Sprechen natürlich auch. Ja. Was ich aber manchmal, wo ich manchmal Schwierigkeiten habe bei dem Format, ist, dass ich das Gefühl habe, es gibt so eine Art zu sprechen, auf die hat man sich ein bisschen geeinigt. Und in diese Art, in dieses rhythmische Sprechen, das sehr ähnlich ist bei sehr vielen. Also da begeben sich sehr viele rein, aber es wird dann kaum der Versuch gewagt, dann Sätze anders zu betonen, anders zu sprechen. Es gibt dieses, ich würde es fast Poetry Slam Sprechen nennen. Ich denke, du weißt, was ich meine. Du meinst wahrscheinlich das mit den vielen etwas diesen vielen Pausen, die sehr affektvoll gesprochen werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Pausen sind. Ich habe eher das Gefühl, dass es gehetzt ist. Ja, genau. So ein also von einem zum nächsten, dass man immer diesen Rhythmus hält. Ja. Aber ich finde es eigentlich spannend, wenn man den dann bricht und dann plötzlich ganz was anderes macht. Aber vielleicht behält man die Aufmerksamkeit der Leute
durch dieses Rhythmische, weil das ja eben wie ein Lied dann funktioniert eigentlich. So diese Texte, die irgendwie. Und dann bin ich gegangen, Baby, aber die Sterne konnte ich nicht sehen und ich möchte danach greifen oder so. Das hin und wieder, ja, diese Pause und so. Das. Naja, also natürlich gibt es immer irgendwie solche. So Leute, die dann einen Text einfach vortragen und irgendwie nicht daran denken, dieser Performance den eigenen Stempel aufzudrücken. Leute, die sich dann irgendwie an anderen Poetry Slammern orientieren oder so. Ich finde es teilweise etwas schade, aber das ist das Prinzip bei diesem Dichterwettstreit. Das ist, dass jeder x-beliebige eigentlich auf die Bühne gehen kann und dort seinen Text vorträgt. Und der wird dann vom Publikum dafür allein schon, für diese Courage respektiert. Mhm. Du hast gerade vorhin gesagt, dass du eben natürlich nicht nur Poetry Slam schreibst. Was schreibst du sonst noch? Andere Arten der Lyrik oder der Literatur generell? Was schreibst du? Ich schreibe hauptsächlich Lyrik, hauptsächlich eigentlich Gedichte, wo ich auch selbst so dahinter stehen kann, dass ich sage, wenn das abgedruckt wird oder wenn ich das als Text lese, dann kann ich mich sehr, sehr gut damit identifizieren. Und es ist nicht irgendwie für den extrovertierten, übertriebenen Auftritt gedacht. Aber es ist dafür gedacht, dass es Leute lesen? Oder schreibst du erstmal nur für dich? Also erstmal nur für dich, das sowieso, aber du willst dann schon, dass es Leute auch lesen. Ja, genau. Ich habe eine bis jetzt eine Lyriklesung gehabt, zusammen mit anderen Autorinnen in der Landesbibliothek Tessmann. Und das hat mir sehr gefallen auch. Man hat natürlich ein anderes Publikum als beim Poetry Slam vor sich und man kann aber auch eine andere Seite seiner Literatur zeigen. Ansonsten außer Gedichten schreibe ich im Moment hin und wieder eine Kurzgeschichte. Das hat vor allem bei der Literaturwerkstatt, bei der Schreibzeit Graz angefangen, dass ich ein bisschen in diese Richtung mich bewegt habe. Und letztlich, weil ich meine, mit Lyrik kann man, mit gedruckter Lyrik spricht man eine gewisse Gruppe an. Letztlich habe ich mich dazu entschieden, Songtexte zu schreiben und habe 5, 6 Songtexte geschrieben und bin dabei, den ersten mit Musik zu verbinden und eben als Song auch herauszubringen. Aber da war dann auch zunächst der Text ohne die Musik? Da war zunächst der Text ohne die Musik, genau. Das ist halt meine Herangehensweise natürlich, sicherlich unterschiedlich wie viele. Ich nehme jetzt an, dass die meisten Musiker zuerst irgendwie eine Musik haben und danach irgendwie sich den Text dazu denken. Viele. Ich habe irgendwie als Literat natürlich eine andere Herangehensweise und arbeite auf andere Art und Weise an einem Text, wie es wahrscheinlich ein Musiker machen würde. Ja, das macht den wahrscheinlich auch zum Musiker. Aber es gibt natürlich die Mischformen, also einen sehr erfließenden Übergang zwischen Lyriker und Musiker, und weil wir das vorhin hatten mit der Frage, ob dann ein Songtext Lyrik ist, Literatur ist. Ich meine, zumindest von offizieller Seite vom Nobelpreiskomitee wurde das vor einigen Jahren bestätigt. Bob Dylan, ja. Und das fand ich auch ganz gut. Aber gut, das ist vielleicht auch eine sehr subjektive Meinung von mir. Denn es stellt sich natürlich immer die Frage, auch unabhängig von Songtexten oder Poetry Slam, was ist denn Lyrik überhaupt? Hast du für dich da eine Definition? Lyrik ist als Dichtung ein Dichtertext. Das heißt, dass die Gewichtung der einzelnen Wörter anders gegeben ist als in der Prosa. Wo die Prosa mehr auf erzählende Elemente setzt, da ist die Lyrik mehr bei Eindrücken, bei Metaphern, bei Parallelismen, bei den verschiedenen Stilmitteln. Und auch allein schon durch die ganzen Absätze, durch die Verse, durch die Gliederung entwickelt sich da ein ganz anderer Rhythmus,
der bei weniger Text auch den einzelnen Wörtern eben diese größere Bedeutung gibt. Und besonders auch bei der Stellung der Wörter, wenn man ein Enjambement einfügt, eine Zäsur, ein Wort, das allein schon einen ganzen Vers ergibt. Das ist eben, da arbeitet man arbeitet im Grunde mehr mit Rhythmen. Und auch wenn es jetzt nicht offensichtliche Rhythmen sind wie Hexameter oder so oder Alexandriner dann, oder halt diese alten klappernden Versmaße, dann ist es ein Rhythmus, der irgendwie unregelmäßig ist und der sich dann durch das Lesen ergibt. Da gibt es natürlich bestimmte Lösungsmöglichkeiten, wie man das schaffen kann. Norbert Konrad Kaser, der hat an gewissen Stellen einfach ein Leerzeichen mehr gemacht, wo man dann eine Pause liest, weil es schon im Text so gegeben ist. Der brauchte da nicht unbedingt einen Punkt. Ich selbst verwende Zeichensetzung, das ist jedem dann selbst überlassen. Aber doch liest ja dann jeder den Text ein bisschen anders. Das ist die Interpretation des Textes, ja. Ja, also man kann eigentlich dann auch als Autorin oder Autor nicht davon ausgehen, dass es eine allgemeingültige Art der Lesung gibt, was ja auch spannend sein kann. Gerade wenn man dann mit solchen Stilmitteln arbeitet, wie einem doppelten Leerzeichen, das wird wahrscheinlich von sehr vielen auch einfach überlesen und nicht erkannt, wenn man es nicht weiß. Das ist dann natürlich Voraussetzung. Aber ab wann ist ein Text ein Lyrik? Ab wann ist ein Text Lyrik? Was muss er erfüllen, um einen lyrischen Charakter zu haben? Weil Text ist ja vieles. Text ist ja auch ein Zweizeiler in der Zeitung. Ja. Ich habe vorhin ein wenig von der Strukturierung der Texte gesprochen, von der Wortgewichtung. Wenn man da noch jetzt unbedingt auf Teufel komm raus was hinzufügen will. Lyrik ist das, was der Autor zur Lyrik macht. Lyrik ist auch experimentell. Ich will das jetzt nicht so versuchen zu definieren und in diese Schublade stecken. Ich weiß, dass ich lyrische Texte schreibe. Ich weiß, wie ich da dabei vorgehe, jetzt sich mit Definitionen lange aufzuhalten. Das finde ich etwas überflüssig. Mhm. Ich glaube, dass eigentlich fast alles lyrisch und vor allem auch poetisch ist in der Welt. Und ich habe für mich so eine, wenn man das Definition nennen will oder auch nicht, ist ein bisschen angelehnt an Lou Reed. Das Lyrik ist, wenn ich ein Wort sage oder schreibe und habe ich zwei Wörter, ist es fast schon eine Ballade. Und wenn man durch die Welt geht mit offenen Augen, da sieht man ja sehr viel Lyrik. Und das eben finde ich Lyrik. Natürlich ist es schon sehr an den Text gebunden, aber ich finde, Lyrik kann auch sehr vieles anderes sein, was gar nichts mit Text zu tun hat. Was man sieht, fühlt und erlebt. Und das spricht für dich, dass du dir diesen poetischen Blick bewahrt hast auf die Welt. Es ist natürlich die Einstellung, mit der man irgendwie, wo man Lyrik im Alltag sieht, da ist sie auch. Wenn ich... ich habe mal irgendwie eine unzusammenhängende Wortreihenfolge gelesen. Man kann auch einen Zeitungsausschnitt zerschnipseln, die einzelnen Worte, die in einen Sack geben und dann wahllos wieder rausziehen. Das ist dann auch Lyrik-Dadaismus. Ich meine, ja. Die Leute haben so experimentell gearbeitet, wo man Lyrik nur sehen will, da ist sie. Und wenn man die Lyrik anzieht, dann kommt sie zu einem. Wenn man die Lyrik schätzt, dann wird man einen guten Bezug dazu finden. Und woher kommt dann bei dir woher kommen die Ideen, woher kommt die Inspiration? Immer auf verschiedene Art und Weise. Ich meine, das ist ja auch jedem Autor selbst überlassen. Es gibt natürlich die eine Möglichkeit, zu sagen, man setzt sich an den Schreibtisch und schreibt. Mit der Intention zu schreiben, ohne eine Idee im Kopf? Ich habe einmal gehört, und ich frage mich, ob man dem zustimmen soll oder nicht, das wäre das, was professionelle Schriftsteller machen. Und zwar ist es Folgendes. Es gibt Leute, die schreiben aus dem Affekt heraus.
Wenn sie irgendwie den genialen Gedanken haben, dann kommen sie, setzen sich an ihren Schreibtisch oder keine Ahnung, oder sie schreiben im Rausch oder sie schreiben auf andere sehr sensible, sehr gefühlsbetonte Art und Weise, irgendwie zumindest der Vorgang. Da heißt es, da sagt man, diese Leute schreiben nicht professionell. Was ein professioneller Schriftsteller macht, laut dieser Definition, das ist, sich an seinen Schreibtisch setzen und diese Resistance im Englischen zu überwinden, diese Angst vor dem weißen Blatt Papier. Wenn man es irgendwie schafft, zu sagen, ich arbeite jetzt und ich schreibe jetzt, dann weiß man, man wartet nicht irgendwie auf den kreativen Moment, man weiß, dass dieser Vorgang der Überwindung dieser Resistance allein schon den kreativen Hebel in unserem Gehirn umlegt. Das wäre eine Art, aber dann gibt es, es gibt diese Schriftsteller, die im Müsli-Rausch schreiben. Und die kann man natürlich auch irgendwie belächeln oder so, aber ich finde, wenn man nichts erlebt hat im Leben, wie kann man dann überhaupt über das Leben schreiben? Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber ich würde auch was du meintest mit dem professionellen Schriftsteller, dem würde ich widersprechen, weil ich, das ist natürlich auch einfach meine Wahrnehmung, aber ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass es keinen Sinn hat, sich hinzusetzen um des Schreibens willen. Und darauf zu warten, dass etwas kommt. Und ich finde, das muss man lernen und auch zu akzeptieren lernen. Und das ist für mich dann professionell, zu sagen, okay, es geht dann auch jetzt mal nicht. Ich muss warten, bis die Eingebung kommt und dann setze ich mich hin. Ich finde, wenn also Leute, die sich da jeden Tag hinsetzen, um dann einfach ihre 3-4 Seiten zu schreiben, das finde ich dann mehr ein Schauspiel eigentlich, ein Schriftsteller spielen. Man kann auch sagen, das ist wie ein Boxer, der trainiert. Ja, da muss man aber auch so resistent sein, damit mit der Niederlage eines schlechten Textes dann umzugehen. Ja, ja. Ich bin selbstkritisch gegenüber diesem Zitat. Ich weiß nicht mehr, von welchem Schriftsteller es stammt. Wahrscheinlich von einem, der wirklich hart gearbeitet hat und selten im Affekt geschrieben. Ich finde es eben so, dass ich schaffe es auch, mich irgendwie an einen Tisch zu setzen und hin und wieder das eben zu überwinden und einen Text zu schreiben. Aber die besten Texte, die man schreibt, die sind bei mir immer irgendwie so hervorgesprudelt aus der Eingebung, aus diesem Ticken, diesem Funken Kreativität, der mir irgendwie in diesem Moment entwichen ist, in die Feder, auf das Blatt. Diese Momente, die sind das jene, die das Schreiben für mich wertvoll machen, diese Momente zu erleben. Ja, bei mir ist es eben dieses manchmal ein sehr sprunghaftes, explosives Schreiben, das plötzlich erscheint aus dem Nichts. Und dann setze ich mich hin, aber ich habe das eben nie, dass ich mich hinsetze ohne eine Inspiration. Und du hast gerade gesagt, das Erleben ist sehr wichtig. Das Erleben im Leben, um auf neue Ideen, Gedanken zu kommen. Wie ergeht es dir damit, so vor allem im letzten Jahr, wo man ja tendenziell weniger erlebt hat, wenn man jetzt mal das große ganze Corona-Thema jetzt mal ausklammert? Naja, es ist wahrscheinlich ganz einfach so, dass gewisse Einschränkungen den Blick auf andere Dinge schärfen. Ich habe im letzten Jahr ein paar so Naturgedichte geschrieben zum Beispiel. So Beobachtungen über Pflanzen, Tiere, Landschaften. Natürlich immer mit einem etwas ironischen Blickwinkel oder so, weil ich sehe mich nicht als der Idyllen schafft. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe in diesem Moment als Literat, dass ich irgendwie die Schönheit der Welt beschreibe. Ich meine, Bertolt Brecht hat einmal gesagt, in einer Zeit,
in der ist es fast ein Verbrechen, ein Gespräch über Bäume zu führen. Wenn dieses Sprechen über Bäume ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Ich frage mich wirklich, ob man heutzutage als Künstler gerechtfertigt Idyllen schaffen kann. Natürlich, es gibt immer diese Strömungen. Es gab ja natürlich auch in Frankreich irgendwie, zuerst kam Klassizismus, Romantisme, dann irgendwann mit Realismus und dann Naturalismus, dann finden sich immer wieder diese Gegenströmungen. Das ist wie ein Meandern, wie eine Dialektik zwischen jetzt sehr romantisch und gefühlsbetont und sehr sachlich. Man kann auch sagen, irgendwie in der heutigen Zeit, in der es uns schlecht geht, da brauchen die Menschen Idyll. Das ist, glaube ich, etwas, was viele auch erwarten, ein bisschen von der Kunst. Aber ich denke eben... Die Kunst darf dafür aber nicht nichtssagend bleiben. Weil wenn sie nur jetzt l'art pour l'art Schönheit ist, das kann man... Sie darf sich nicht irgendwie für ein Glücksgefühl, das das Publikum erleben will, prostituieren. Also sie sollte schon sich selbst treu bleiben. Das wäre diese Publikumsanbiederung, ja. Genau, aber da hat dann halt auch jeder Künstler, jede Künstlerin ein bisschen eine andere Ansicht, was das betrifft, was auch erfrischend sein kann. Aber ich würde dir dazu stimmen, dass das... es kann zwar interessant sein, eine Idylle zu schaffen und sie dann minutiös zu zerstören, beziehungsweise ihre Schwachstellen aufzuzeigen. Ja. Ich habe jetzt für mich den Drang gefunden, nachdem ich ein bisschen idyllische Texte geschrieben habe, dann habe ich einmal einen sehr, sehr politischen Text geschrieben. Mhm. Und einen anderen Text, in dem es um das Sterben geht, in der Corona-Pandemie zum Beispiel. Das musste ich auch irgendwie so loswerden. Das war ich mir selber schuldig und meiner Kunst, so habe ich das wahrgenommen. Ich habe das Thema lange vor mir hergeschoben, Corona-Pandemie, weil ich es schwierig fand, das so ein bisschen in seinen Ausmaßen zu begreifen, was im Grunde wirklich nicht so einfach ist. Wenn die Corona-Pandemie startet, dann denkt man sich, das geht jetzt ein paar Wochen oder ein, zwei Monate. Und jetzt hat man einen anderen Blick auf die Dinge. Deshalb irgendwann habe ich mich dann auch getraut, über das zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, so jetzt habe ich auch genug Ahnung davon. Hast du den Text irgendwo veröffentlicht oder vorgetragen? Ja, den habe ich bei dem Weihnachtskalender des der AFZAK-Veranstaltungen habe ich den einmal vorgetragen und auch bei einem Poetry Slam einmal. Mhm. Nun ist es ja so, dass du hast dieses Jahr Matura. Quasi der Epilog in deiner schulischen Laufbahn. Und wie schaut das? Also hast du Pläne für die Zukunft? Was kommt danach? Das Erste ist natürlich jetzt mit diesen 13 Jahren Schule abzuschließen. Für einen Moment. Dafür möchte ich mir auch die Zeit nehmen, dass ich das genüsslich tun kann und irgendwie ohne Reue im Rückblick. Andererseits tun sich jetzt Möglichkeiten auf für mich. Ich werde im Herbst nach Wien ziehen und dort hoffentlich ebenfalls in der Kunstszene tätig sein. Ich habe vor, falls ich die Aufnahmeprüfung schaffe, an der Akademie der angewandten Kunst, Sprachkunst zu studieren. Dieses Studium gibt es seit 2019. Mhm. Ich glaube, dass ich da einfach meinen kreativen Freiraum finden kann. Auch Wien, eine Stadt, mit der ich sehr, sehr lange geliebäugelt habe, eine Stadt, in der ich auch guten Poetry Slam hatte, das ist so eine Stadt, auch zu der ich großen persönlichen Bezug habe. Sehr gut. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich auch mal über den Weg laufen in Wien. Ich hoffe es sehr. Gut, wir kommen zum Ende. Ich möchte mich sehr bedanken, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich dann in Zukunft noch von dir zu lesen und zu hören. Und bin gespannt, was da noch für Gedanken aus dir heraussprudeln. Ja, ich bedanke mich auch bei den Zuschauern fürs Dabeisein. Und wir freuen uns, wenn sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Auf Wiedersehen.